Hallo meine lieben Freunde, ich freue mich, dass wir uns heute Abend wieder sehen können. Es sollte heute Abend wieder alles recht funktionieren. Also wir haben das wieder so weit hinbekommen, dass wir die Sendungen wieder aufnehmen können. Und sollte wieder eine Serie möglich sein, dass wir sie wieder so ganz normal, wie wir sie bisher gehabt haben, ins Internet stellen können und auf Hope and More dann abrufbar sein können. Heißt euch alle herzlich willkommen, wer immer schon dabei ist und wo ihr immer dabei seid. Hoffe, ihr seid alle gut durch die Woche gekommen und habt auch für heute Abend euch die Zeit gut reserviert, dass wir in Ruhe und in der richtigen Einstellung wieder eine gute Bibelbetrachtung haben können. Wir werden heute das Thema fortsetzen, das wir das letzte Mal begonnen haben. Wie ja schon angekündigt, wird das eine ganze Serie sein. Es ist zwar so, dass ich immer wieder so einzelne Predigten über dieses Thema gehört habe, über Malachi 3, 22 und 23. Meistens ist es so, dass man in einer Predigt dieses Thema irgendwo behandelt und abschließt. Ich habe das natürlich auch früher ab und zu so gemacht, dass ich mit einer Predigt bei diesem Bibeltext ausgekommen bin. Aber inzwischen, wie das letzte Mal schon erklärt und angedeutet, hat sich für mich hinter diesem Text, dieser letzten Prophezeiung im Alten Testament, eine große Prophezeiung aufgetan, von der ich meine, dass sie absolut notwendig wäre, dass man sich mehr damit beschäftigt. Ich bin persönlich zu dem Schluss gekommen, dass man eigentlich in dieser letzten Prophezeiung im Alten Testament, in Malachi 3, 22 und 23, wenn man sie richtig deutet und richtig verstehen möchte in seiner ganzen Tiefe, eigentlich eine Zusammenfassung aller alttestamentlichen Prophezeiungen da drinnen irgendwie verpacken kann. Und ich habe auch gemerkt, wie vielseitig die Auslegungen in diesem Text gehen, nicht nur innerhalb unserer Gemeinde, sondern auch außerhalb beschäftigen sich ja viele damit. Und, aber grundsätzlich ist man einig, dass diese Prophezeiung sich noch nicht erfüllt hat, sondern dass sie sich in Zukunft erfüllen müsste, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, wie es in diesem Text auch heißt. Wir werden uns heute mit der Identifikation dieses Propheten Elia beschäftigen. Wir werden uns da einige neutestamentliche Texte anschauen, was das Neue Testament dazu sagt, und versuchen herauszufinden, wie wir diese Prophezeiung eben im biblischen Zusammenhang verstehen können, ohne selbst irgendwo etwas hineinzuinterpretieren, was vielleicht der Text gar nicht sagen möchte. Ich lade euch ein, dass wir gleich mit einem Gebet beginnen und dann in unser Studium einsteigen können. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir wieder herzlich Danke sagen für die Zeit, die du uns wieder heute Abend hier schenkst. Wir danken dir, dass wir mit deiner Gegenwart rechnen dürfen, dass du uns auch den Heiligen Geist verheißen hast, der uns in alle Wahrheit leiten möchte. Und wir wollen dich bitten, schließe du unser Herz auf, gib uns die rechte Konzentration. Ich bitte dich für jeden Zuhörer, dass er diesem Thema recht folgen kann. Gib mir auch die rechten Gedanken und Worte, dass ich das, was mich selbst bewegt in diesem Thema, auch recht vermitteln kann, und dass wir gemeinsam auf deine Stimme hören, dass wir deinen Plan verstehen, den du vor dem Abschluss dieser Weltgeschichte noch verwirklichen möchtest, in der Sendung dieses Propheten Elia. Segne uns in diesem Sinne, halt alle Störende fern und sei mit und bei uns, wie du es verheißen hast, in Jesu Namen. Amen. Gut, also herzlich willkommen alle, die jetzt noch dazugekommen sind, und wir beginnen mit unserem Thema, indem ich die Frage an den Anfang stelle: Wenn wir
Malachi 3, 22 und 23 lesen, diese letzte Prophetie im Alten Testament, dann wollen wir uns heute als erstes diese Frage stellen: Welchen Elia hat der Prophet Malachi wohl gemeint, als er hier diese Prophezeiung von Gott bekommen hat? Wenn Gott ihm hier sagt: Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia. Wie haben es die Juden zur Zeit, als Malachi lebte und diese Botschaft bekam? Und er hatte diese Botschaft, jeder Prophet, der eine Botschaft bekam im Alten Testament, hat sie ja nicht für sich persönlich bekommen oder dann irgendwo dazu bekommen, dass er sie geheim halten soll und dann irgendwo in einem geheimen Buch versiegeln sollte, das dann irgendwo spätere Jahrhunderte dann erst gelesen werden sollte und die Leute sich dann darüber Gedanken machen könnten, was denn Gott diesen Propheten sagen wollte. So war es ja nicht. Sondern wenn Gott damals Propheten eine Botschaft gegeben hat, dann war es immer in erster Linie für die Generation seiner Zeit, für die Menschen, zu denen er gesandt war. Und Malachi war ja auch ein Prophet, der im Alten Testament für das Volk Israel gesandt wurde. Und so musste auch diese Botschaft eine Botschaft gewesen sein, die er an das Volk damals richtete. Wenn er sagt: Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, dann war das eine Verheißung, die Gott dem Propheten für das Volk gegeben hat, für euch. Nicht? So steht ja auch das hier im Text. Und deshalb ist es unbedingt notwendig und absolut klar, dass wir die Frage stellen: Wie werden denn damals die Zuhörer des Propheten Malachi diese Botschaft verstanden haben? Wenn er dann gesagt hat, dass Gott den Propheten Elia senden wird. Da stellt sich die Frage: Kannten die Zuhörer des Propheten Malachi schon bereits einen Propheten Elia zu ihrer Zeit? Diese Frage hat ihren Sinn darin, dass wir uns hier einfach Gedanken machen sollten, zunächst einmal, wann hat denn der Prophet Malachi gelebt? Und wir wissen, dass es auch einen Propheten Elia in der Geschichte Israels im Alten Testament gegeben hat. Nur die Frage ist: Hat der Prophet Elia nach Malachi gelebt oder hat er vor Malachi gelebt? Für versierte Bibelleser ist die Frage leicht beantwortet, aber es gibt immer wieder auch Leute, die die Bibel lesen, die den historischen Zusammenhang in dem Sinn nicht haben. Deshalb sollten wir uns hier bewusst machen, dass der Prophet Malachi, also es ist gerade bei Malachi keine Zeitangabe in seinem Kapitel drinnen, in seinem Buch. Normalerweise fängt jeder Prophet mit einem Hinweis an, wann er gelebt hat, zur Zeit welcher Könige. Das fehlt beim Propheten Sacharja, wie auch beim Propheten Jona zum Beispiel, da weiß man auch nicht ganz genau, man kann nur aus der Geschichte, wie sie erzählt wird, und auch aus der Einordnung, wie der Prophet im Alten Testament chronologisch eingeordnet ist, etwas schlussfolgern. Und es ist offensichtlich, dass der Prophet Malachi der letzte Prophet gewesen sein musste, der in Israel damals im Alten Testament existiert hat. Und das musste dann auch nach der babylonischen Gefangenschaft gewesen sein. Denn alle Propheten vor Haggai und Sacharja, das sind die zwei vorletzten Propheten, die Sacharja und Haggai und Sacharja haben nach der babylonischen Gefangenschaft gelebt. Und alle Propheten, die vorher beschrieben werden in der Bibel, haben auch vor der babylonischen Gefangenschaft gelebt. Und Malachi musste also dann ein Prophet gewesen sein, der nach Sacharja gekommen ist. Das musste die Zeit gewesen sein, wo bereits Jerusalem schon wieder aufgebaut wurde durch Esra und Nehemia und wo bereits der neue Tempel wieder stand und Gott eigentlich durch diesen neuen Tempel und durch ein neues Volk dann eine Reformation in seinem Volk durchführen wollte. Was er mit Esra und Nehemia angefangen hat, sollte er nicht dort stehen bleiben, denn der neue Tempel sollte auch dazu führen, dass das Volk zu einem neuen Tempel wird, in den Gott endlich wohnen konnte, wie es immer schon eigentlich von Moses Zeiten her eigentlich wollte. Und nicht erst von Moses Zeiten, sondern wir müssen zurückgehen bis in das Paradies. Gott wollte immer nicht nur beim Menschen wohnen, äußerlich, sondern er wollte ja im Menschen wohnen.
Und das war ein Anliegen, das auch seit dem Sündenfall immer wieder ein Anliegen Gottes war, dass er in dem Menschen, selbst dann noch, als er in Sünde gefallen war, in ihm wohnen wollte. Und wir wissen, wie es durch die ganze Geschichte hindurch war. Das war zwar bei einigen einzelnen Menschen immer wieder möglich, die ihre Tür des Herzens aufgetan haben und Gott in ihr Leben eingelassen haben. Aber der Großteil der Menschen schon vor der Sintflut, wissen wir, hat das nicht gemacht. Und auch nach der Sintflut, als Gott dann das Volk Israel, als die Nachkommen Abrahams erweckte, war es ja genauso, dass der große Teil der Zeit Israels Gott nicht einmal richtig im Volk wohnen konnte, geschweige denn im Menschen, in dem Volk, in ihrem Herzen. Malachi war aber der Prophet, den Gott jetzt hier in der Zeit, als der neue Tempel aufgebaut ward bereits und als Esra und Nehemia bereits ihre Reformation in das Volk wieder hineingebracht haben. Und da musste dann einige Zeit vergangen sein, bis dann der Prophet Malachi auftrat. Und wenn wir den Propheten Malachi lesen, dann werden wir merken, da war das Volk bereits wieder in einem tiefen Abfall begriffen. Die Priesterschaft korrupt, der ganze Prophet Malachi ist eine Strafrede eigentlich und auch gleichzeitig eine Erweckungsrede für das Volk Israel, eine Strafrede gegen das Volk Israel und besonders gegen die führende geistliche Priesterschaft. Und am Schluss kommt dann eine wunderbare Aussage, ein wunderbares Kapitel eigentlich, und wir werden ja merken, dass das ganze Kapitel 3 zusammengehört, dass diese Prophezeiung des Propheten Elia ein Abschlusswort ist aus dem ganzen Kapitel 3 in Malachi. Jedenfalls, um uns zeitlich zu orientieren, können wir den Propheten Malachi etwa um 400, zwischen 400 und 430 wird er meistens eingeordnet, und das ist wahrscheinlich ziemlich sicher, dass der Prophet da etwa drinnen war. 432, 33 war Nehemia noch in Jerusalem und hat dort die Mauern fertig gebaut, ist noch einmal aus Babylon zurückgekehrt und hat noch einmal eine Reformation bewirkt dort, und das war etwa 432, 33. Und dann ist Nehemia wieder zurück nach Babylon, und in Israel sollte eigentlich die Priesterschaft in diesem neuen Tempel jetzt das Volk zu einem heiligen Volk verhelfen. Das war ja der Auftrag Gottes und auch das Ziel, das Gott mit diesem Volk hatte. Aber eben, das muss dann sehr schnell wieder eine Kehrtwendung gegeben haben, sodass die Botschaft des Malachi wieder notwendig war. Und trotzdem hat Gott, obwohl dieses Volk so gefallen war, hat Gott hier eine Verheißung ihnen gegeben, dass er ihnen einen Propheten senden wird, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommen wird. Und der Prophet Malachi spricht ja nicht nur für das Volk Israel zu seiner Zeit, er gibt natürlich auch Erklärung, und da ist besonders das letzte Kapitel in diesem Buch wichtig. Da geht diese Botschaft wirklich ganz bis zum Ende der Zeit, wo hier vom großen und schrecklichen Tag des Herrn die Rede ist. Die Frage ist nur, wie hat man im Alten Testament diesen Tag des Herrn verstanden, der große und schreckliche Tag des Herrn? Wir können absolut davon ausgehen, dass die Menschen im Alten Testament niemals diese Vorstellung von dieser Endzeit hatten, als wir sie jetzt im Neuen Testament auch durch das Buch der Offenbarung bekommen haben und auch durch die Weissagungen von Jesus in seinen Endzeitkapiteln. Da kam ja vieles dazu, was im Alten Testament nirgends in der Form so geschrieben stand. Das sollten wir einfach berücksichtigen. Das heißt also, der Prophet Malachi ordnen wir etwa um 400, zwischen 400 und 430 vor Christus ein. Wann hat aber der Elia gelebt, von dem hier in diesem Buch die Rede ist, dass er ihn senden würde? Der Prophet Elia hat etwa zwischen 800 und 900, um etwa 850 im Alten Testament gelebt. Das war zur Zeit des König Achabs.
könnt ihr in eurer Bibel, in einem Geschichtsregister hinten nachschauen. Da kann man die Könige und auch die Propheten sehr genau, ziemlich genau einordnen, wann sie gelebt haben. Das heißt, etwa 400 Jahre davor hat ein Prophet Elia in Israel gelebt. Und für ganz Israel, können wir sicher sein, war der Prophet Elia eine absolute Figur, eine absolute Persönlichkeit, die man da im Alten Testament ganz sicher gekannt hatte und wusste, welche Aufgabe er hatte und welchen Aufruf er damals an Israel gerichtet hat, als das Volk zur Zeit Ahabs im tiefen Götzendienst verfallen war. Das heißt, wenn jetzt der Prophet Malachi auftritt, etwa 400 Jahre nach diesem Propheten Elia, und er sagt dann im Namen Gottes, ich will euch senden den Propheten Elia, dann kann es nicht die Ankündigung dieses Elia gewesen sein, der damals das Volk Israel am Berg Karmel zur Umkehr gerufen hat. Hier wird ja auch von dem Propheten Elia gesprochen, dass er am Ende der Zeit erscheinen wird. Das heißt, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommen wird. Also kann das nur endzeitlich gewesen sein. So musste das auch ebenfalls, also allenfalls, ein Elia sein, der in ferner Zukunft zu erwarten sein sollte. Und trotzdem, haben sicher die Menschen im Alten Testament niemals daran gedacht, dass die Welt von ihrer Zeit aus noch 2000 Jahre dauern würde oder 2500 Jahre dauern würde von Malachis Zeiten weg oder mehr. Wie wir es jetzt im Rückblick aber betrachten können. Jetzt sind also seit Malachi sind schon über 2500 Jahre vergangen, können wir sagen, oder bei 2500 Jahren. Und wir könnten uns eigentlich die Frage stellen, ja, kam denn dieser Elia, der da angekündigt war, vielleicht schon ein zweites Mal auf diese Erde? Haben wir in der Bibel einen Hinweis dafür, dass dieser Prophet, dieser Prophet, diese Sendung des Propheten Elia schon einmal stattgefunden hat in vergangenen Zeiten? Und da werden wir an ein Kapitel erinnert, im Neuen Testament, und wir werden uns an die Zeit Jesu erinnern. Und jeder, der das Neue Testament kennt, der weiß, dass es da eine Geschichte gibt, wo der Prophet Elia tatsächlich erschienen ist. Und da ist auch wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen oder dass wir die Frage stellen, was denn mit diesem alten Propheten Elia, der zur Zeit Ahabs gelebt hat, was denn mit dem geschehen ist. Wir wissen aus der Bibel, dass dieser Elia einer der einzigen Propheten war im ganzen Alten Testament, außer Henoch, der vor der Sintflut gelebt hat. Aber in der Prophetenzeit Israels war der Elia der einzige Prophet, der leibhaftig in den Himmel aufgenommen worden ist, ohne zu sterben. Von Mose wissen wir, dass er gestorben ist und dass ihn Gott auferweckt hat und dass er auch in den Himmel auferweckt wurde. Und dass das so ist, erfahren wir aus der Geschichte von Matthäus Kapitel 17. Und da lade ich euch jetzt ein. Da haben wir jetzt eine Geschichte, wo der Prophet Elia von Gott offensichtlich schon gesandt wurde damals in dieser Situation, die wir hier beschrieben haben. Und da könnten wir die Frage stellen, ja, könnte es sein, dass das bereits eine Art Erfüllung der Verheißung des Elia war und der Verheißung, die durch Malachi gegeben worden ist? Schauen wir uns den Text an. Da heißt es hier ganz einfach in Matthäus 17, Abvers 1, und nach 6 Tagen nahm Jesus zu sich Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, und ging mit ihnen allein auf einen hohen Berg. Was für ein Berg da das war, das ist nicht ganz sicher, man rätselt da etwas herum. Manche, die in Israel waren, werden wahrscheinlich auf einen Berg hingeführt worden sein, wo man hinweist, manchmal wird der Berg Tabor genannt, wo der das gewesen sein sollte, aber wir können es jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Ja? Jedenfalls im Vers 2 steht dann hier, dass Jesus mit Petrus also und Jakobus und Johannes auf diesen Berg ging. Und er ward verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne.
und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber hob an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist für uns gut sein. Willst du, so wollen wir hier drei Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Eine bekannte Geschichte, die jeder Bibelleser kennen wird. Hier tatsächlich eine Begebenheit, bei der buchstäblich der Prophet Elia, der etwa 800 Jahre vorher gelebt hat, tatsächlich gekommen ist. Erschienen ist, dort oben auf dem Berg. Und er ist nicht nur Jesus im Traum oder irgendwo im Geheimen erschienen, sondern Jesus hat hier drei seiner engsten Jünger, die er immer wieder an seiner engsten Seite gehabt hat, mit auf diesen Berg genommen. Und auch diese drei Jünger haben diese Erscheinung des Elia in Begleitung mit Mose gesehen. Jetzt wissen wir aber, dass Malachi nur einen Propheten Elia angekündigt hat und nicht einen Mose. Ja, wir werden später, das nächste Mal in unserem Thema, werden wir auf dieses Detail nochmal zurückkommen, weil es gibt heute Erklärungen und Erwartungen, die dahin gehen, dass man sagt, nicht nur Elia wird am Ende der Tage noch einmal erscheinen, sondern auch Mose, beide werden auftreten. Da gibt es also Erklärungen, die in dieser Richtung ausgelegt werden. Im evangelikalen Raum, charismatischen Raum wird das eigentlich erwartet und das selbst unter den Juden. Aber darauf werden wir dann noch darauf eingehen, wenn wir sehen werden, wie andere Christen mit dieser Prophezeiung hier umgehen und selbst im Judentum. Ja? Aber Tatsache ist, dass Elia hier erschienen ist. Und die Frage könnte man hier mal stellen, war das schon bereits eine Art Erfüllung von dieser Prophezeiung aus Malachi 3, 23 und 24? Beachten wir dabei vielleicht auch noch den näheren Zusammenhang. Ihr habt gemerkt, ich habe das vielleicht etwas betont hier, das Kapitel 17 fängt damit an, dass es gesagt wird hier, und nach 6 Tagen nahm Jesus. Steht nicht zufällig hier, was war 6 Tage zuvor? Was hat sich 6 Tage zuvor erwähnt, dass hier Matthäus in seiner Berichterstattung diese 6 Tage besonders erwähnt? 6 Tage zuvor, offensichtlich, hat sich das abgespielt, was wir in Matthäus 16 lesen, ab Vers 21, wo es heißt, seit der Zeit fing Jesus Christus an und zeigte seinen Jüngern, wie er müsste hin nach Jerusalem gehen und viel leiden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Also da spricht Jesus hier von seinem Tod, ja, von seinem Leiden, dass die Ältesten ihn da verwerfen werden. Die erste Leidensankündigung, wie ihr in der Überschrift erkennen könnt. Und da die Reaktion des Petrus interessant, und Petrus nahm ihn zu sich, fuhr ihn an und sprach, Herr, das verhüte Gott, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, hebe dich, Satan, von mir, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Das heißt ganz einfach, Petrus hat mit dieser Leidensankündigung Jesu, von dem er ja kurz davor überzeugt war, dass er der Messias ist, und jetzt sagt er, er muss leiden und muss getötet werden, das hat in seinem Denken nicht hineingepasst. Das war eben nicht drinnen, kein Jude zu dieser Zeit hat nur den geringsten Gedanken daran gehabt, dass der Messias leiden müsste und dass er sterben müsste. Das war einfach nicht drin, das war auch beim Petrus so, wie wir wissen. Wie reagiert jetzt Jesus auf diese Situation? Und das war 6 Tage vor der Verklärung. Berücksichtigen wir das, ja, dass wir den Zusammenhang etwas ansehen. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das hat Jesus noch gesagt, bevor vom Kreuz die Rede war, bevor Jesus am Kreuz buchstäblich sein Leben gelassen hat. Und jetzt sagt schon Jesus vor der Zeit, wo die Jünger noch nicht einmal daran gedacht haben, dass Jesus eher mal auf einem Kreuz landen würde, hat Jesus schon diesen Begriff des Kreuzes aufgenommen und ihn einfach als Begriff verwendet für Leiden um des Glaubens willen. Und hat damit zum Ausdruck gebracht, dass er ihnen in diesem Leiden vorausgehen würde. Und dass sie ebenfalls, wenn sie seine Jünger sein wollen, wenn sie ihm nachfolgen wollen, bereit sein müssten,
zu leiden und selbst vielleicht an einem buchstäblichen Kreuz zu leiden. Also auch hier ist Jesus ganz deutlich als Vorbild vorausgegangen und wir wissen, wenn die Geschichte mit Petrus stimmt, wie er gestorben ist, dass er hier an einem Kreuz hingerichtet wurde und dass er sogar noch mit dem Kopf nach unten gewünscht hat zu sterben, weil er sich nicht würdig fühlte, den gleichen Tod zu sterben wie Jesus. So sagt es jedenfalls die Tradition, ob das denn wirklich so war, das wird uns der Himmel einmal richtig offenbaren. Ja? Jedenfalls sagt Jesus hier, nimmt hier Jesus dieses Wort vom Kreuz auf und sagt, das wäre ein Zeichen der echten Nachfolge. In Vers 25, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Damit hat Jesus seinen Jüngern versucht verständlich zu machen, hängt euch nicht mit Leib und Seele an dieses Leben. Seid bereit, dieses Leben zu verlieren, wenn es darum geht, um Jesu Willen dieses Leben zu verlieren, um des Glaubens Willen, um der richtigen Wahrheit Willen. Seid bereit, dieses Leben zu verlieren. Was hilft euch, wenn ihr die ganze Welt gewinnt, wenn ihr Ruhm und Ehre in dieser Welt habt, aber dann eure Seele Schaden findet und euer Leben für die Ewigkeit verloren geht? Und Jesus ist ihnen hier als Vorbild vorausgegangen. Er wusste, dass seine Jünger gar nicht bereit sein würde, jemals sowas zu tun. Vielleicht war gerade da sein Vorbild notwendig, dass er ihnen zeigt, dass er als Mensch auf diese Erde nicht gekommen ist, um hier groß zu werden, um Ruhm und Ehre zu erlangen, sondern einfach um zu zeigen, in welcher Welt wir leben und dass diese Welt etwas gegen Wahrheit hat und dass diese Welt etwas gegen den hat, der diese Wahrheit bezeugt. Und Jesus war ein Zeuge der Wahrheit und seine Jünger sollten das Gleiche werden. Und daher sollten sie auch damit rechnen, dass ihr Schicksal das Gleiche sein würde. Also das ist bis hierher. Und dann gibt Jesus ein Denn im Vers 27. Denn es wird geschehen. Ihr merkt, das ist ununterbrochen. Das hat sich hier an einem Stück abgespielt. Denn es wird geschehen, dass des Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und alsdann wird er einem jeglichen vergelten nach seinen Werken. Das heißt, Jesus schließt hier mit einer Verheißung an, indem er sagt, wenn ihr bereit seid, das Kreuz auf euch zu nehmen und mir zu folgen, auch in dem Kreuz, dann wisst, das ist nicht das Letzte, was ihr haben werdet in dieser Welt, denn des Menschensohn wird kommen in großer Macht und Herrlichkeit und alle Engel mit ihm. Und dann wird er einem jeglichen Menschen das vergelten, wie seine Werke sind. Das heißt also, niemand wird Jesus folgen und niemand wird umsonst sein Kreuz auf sich nehmen müssen oder vielleicht sein Leben dahingeben müssen, wenn er um Jesu Willen sein Leben bis zu Ende lebt und auch bereit ist, selbst wenn es ein Kreuz ist, mit dem er das Leben beendet. Und dann kommt ein weiterer Gedanke, und das alles 6 Tage vor der Verklärung. Ja, bedenken wir das. Da sagt dann Jesus unmittelbar, nachdem er hier von seiner Wiederkunft spricht. Und im Vers 27 wird niemand daran zweifeln, dass Jesus hier von seiner Wiederkunft, und wenn da drinnen steht, dann wird er jeglichem vergelten nach seinen Werken, dann ist das der große und schreckliche Tag, von dem er hier spricht, ganz klar. Denn nur dann wird es dir zur Vergeltung kommen, die einen zur ewigen Erlösung und die anderen zur ewigen Verdammnis, wie wir es haben. Ja? Dann sagt der Jesus im Vers 28, wahrlich, ich sage es, es stehen etliche hier, die nicht schmecken werden den Tod, bis dass sie des Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Und das ist jetzt hier eine sehr kritische Aussage, eine Aussage, über die viele Theologen hinweggegangen sind und die man natürlich auch kritisiert und sagt, hier hat sich Jesus wohl getäuscht. Da gibt es moderne Theologen, die sagen, also hier hat Jesus eindeutig eine falsche Prophezeiung besprochen.
war der Meinung, als er hier auf Erden lebte, dass sein Wiederkommen noch zu seinen Zeiten sein würde. Er hat hier seinen Jüngern versprochen, so quasi in diesem Text, dass sie einige sogar noch leben werden, wenn das Reich Gottes kommen würde. Und wir wissen heute, es sind über diese Stelle hin, sind 2000 Jahre Weltgeschichte vergangen und der Herr ist noch immer nicht gekommen. Und die Jünger waren damals in 30, 40 Jahre, Johannes ein bisschen später, waren alle tot. Und wahrscheinlich hat sich jeder von euch schon Gedanken darüber gemacht, nicht, wie dieser Text wohl hier zu verstehen sei, wenn Jesus hier tatsächlich von seiner Wiederkunft spricht, vom Tag des Herrn, also von dem großen und schrecklichen Tag des Herrn, von dem er dann im Malachi voran angekündigt hat, dass davor der Prophet Elia kommen würde. Jeder von euch hat darüber wahrscheinlich schon sich Gedanken gemacht, ja, wie ist das möglich? Das hat sich ja tatsächlich nicht erfüllt. Jetzt die Frage, was hat Jesus hier wirklich gemeint? Hat er wirklich hier zu diesem Zeitpunkt noch gemeint, dass das Reich Gottes gleich nach seinem Tod kommen würde? Denn vorher spricht er ja von seinem Tod, dass er leiden würde und getötet würde. Ja? Und dann gleich darauf spricht er von seinem Wiederkommen und sagt sogar, dass einige noch leben würden, die würden nicht sterben, bevor er ihn kommen sehen werden in seinem Reich. Und wir wissen, das hat sich nicht erfüllt. Aber interessant ist, was sich erfüllt hat, das ist das, was der Prophet Malachi vorausgesagt hat, scheinbar, dass der Prophet Elia vorher kommen würde. Man könnte sich jetzt die Frage stellen, ist das das, was der Text hier grundsätzlich sagt, was Jesus hier gemeint hat? Dass hier gerade in diesem Zusammenhang der Prophet Elia am Berg, dieser Verklärungsberg auftaucht, kann kein Zufall sein. Und man muss fragen, wie steht das in dem Zusammenhang mit dieser Prophetie? Aber wir haben hier in diesem Text zwar die Erscheinung des Elia, aber nicht das, was dort in Malachi angekündigt ist, was der Prophet Elia machen würde, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, und das heißt, ehe der Herr wiederkommt. Denn die Frage stellt sich, was hat denn der Elia dort am Berg gemacht, als er dort Jesus erschien? Wenn wir nur Matthäus 17 lesen, dann steht da lediglich, und Vers 3, siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Das heißt, die redeten mit ihm. Jetzt muss man fragen, ja, und hat Petrus, Jakobus und Johannes, die da auf dem Berg war, hat er mit ihnen nicht geredet? Die Frage stellt sich auch, was hat denn Elia und Mose mit Jesus dort geredet? Eine Erklärung dafür finden wir in Markus Kapitel 9. Da wird das etwas mit einem Detail geschildert. Oder Entschuldigung, noch da genauer ist es in Lukas Kapitel 9. Ja, Lukas Kapitel 9. Und zwar ab Vers 28 habt ihr hier ebenfalls eine Erklärung und vielleicht ein Hinweis hier, wo wir einen kleinen Unterschied finden. Dort in Matthäus hat dieser Text begonnen, dass die Geschichte 6 Tage danach stattgefunden hat, nach diesem Gespräch. Hier habt ihr einen ähnlichen Zusammenhang bei Lukas, wo ebenfalls ab Vers 23 dieses Gespräch Jesu stattfindet oder ab Vers 18, ja, die Leidensankündigung 22, wo Jesus ebenfalls hier die Geschichte nach Lukas, die Leidensgeschichte beschrieben wird. Und dann ebenfalls wieder im Vers 27 die Aussage, ich sage euch aber wahrlich, also Lukas 9, Vers 27, es sind etliche von denen, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes sehen. Und dann geht es weiter im Vers 28, und es begab sich nach diesen Reden bei 8 Tagen, dass er zu sich nahm, Petrus, Johannes und Jakobus, und ging auf einen Berg zu beten. Das heißt also, nach der Überlieferung von Lukas waren es 8 Tage, nach Markus waren es 6 Tage. Kritiker der Bibel würden hier ein großes Problem sehen und sagen, naja, die Bibel widerspricht sich, das ist alles nicht genau.
Aber wir haben schon einmal in einem Thema darüber gesprochen, was Inspiration der Bibel meint und was es nicht meint. Wenn man Fehler finden möchte in der Bibel, könnte man sie finden, auch bei seinem kleinen Detail. Aber was soll's? Das ändert an der tatsächlichen Geschichte ja nichts, ja, das wir hier haben. Jedenfalls im Vers 30 steht dann, siehe, zwei Männer redeten mit ihm, welche waren Mose und Elia, die erschienen verklärt und redeten von dem Ausgang, welchen er erfüllen sollte zu Jerusalem. Das heißt, hier steht nicht nur, dass sie geredet haben mit Jesus, sondern auch das Thema, worüber sie geredet haben. Offensichtlich haben sie mit Jesus über seinen Ausgang geredet, den er in Jerusalem haben würde und was sich hier in Jerusalem jetzt erfüllen würde an den Dingen, die im Alten Testament schon angekündigt wurden, dass der Messias auch leiden sollte, wie es in Matthäus 22, also in Jesaja 53 zum Beispiel steht oder in Daniel 9, 26, wo die Ausrottung des Messias beschrieben wird. Offensichtlich hat Gott den Propheten Elia jetzt nicht zur Welt gesandt, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, aber der buchstäbliche Prophet Elia wurde hier vom Himmel gesandt mit Mose in Begleitung, zwei Menschen, die auch durch Leiden gegangen sind, die durch Trübsale gegangen sind, die durch Ablehnung vom eigenen Volk gegangen sind, ja, die hat Gott hier gesandt, um Jesus dort auf diesem Berg zu erscheinen. Und wohl auch, um wahrscheinlich auch Jesus zu trösten und ihm vielleicht zu helfen, diese letzten Stunden, die jetzt damit ja auch für in seinem Leben angefangen haben, irgendwo zuversichtlich durchzugehen. Das zeigt, dass Jesus hier auch wirklich Mensch war wie wir, dass er genauso göttliche Hilfe gebraucht hat, um durch diese Leidensphase hindurchgehen zu können. Der Himmel hat sich von Jesus nicht zurückgezogen, wie das manchmal gerne gesagt wird, dass Jesus diesen Leidensweg völlig alleine gehen musste. Nein, der Himmel war Jesus ganz nahe. Und das ist uns auch verheißen, dass den Gläubigen auf Erden, das hat ja auch Jesus selbst den Gläubigen verheißen, dass sie niemals alleine sein werden. Je größer die Not, desto näher werden sie Gott sein und desto näher wird auch Gott bei ihnen sein. Und mit dieser Zuversicht dürfen wir auch leben. Das sind auch Beispiele, die uns etwas zu sagen haben. Jedenfalls, Elia kam hier, aber er hat nicht das getan, was im Alten Testament bei Malachi angekündigt war. Dort war angekündigt, dass wenn der Elia kommen würde, würde er die Herzen der Väter zu den Söhnen bekehren, die Herzen der Söhne zu den Vätern. Und hier könnte man fragen, hat hier Elia irgendjemanden durch eine Botschaft dort am Verklärungsberg zu bekehren gehabt? Wenn man es genau nehmen würde, könnte man durchaus sagen, Jesus hat sicher keine Bekehrung gebraucht, aber möglicherweise hätte Johannes, Jakobus und Petrus, die dort oben mit am Berg waren, eine Bekehrung gebraucht, vielleicht eine Belehrung, ja, die sie zu einer Bekehrung geführt hätten. Ein besseres Verständnis von dem göttlichen Plan hätten sie wahrscheinlich gebraucht. Aber wenn ihr die Geschichte lest, bei Matthäus, Markus und Lukas in Parallele, werdet ihr drauf kommen, dass Petrus und Jakobus und Johannes von dieser Erscheinung zwar etwas mitbekommen haben, aber sie offensichtlich kein Wort mit Mose und mit Elia geredet haben. Man muss sich fragen, was haben die da am Berg oben gemacht? Hier im Lukas Kapitel 9 steht, im Vers 32, Petrus aber und die mit ihm waren, also seine zwei anderen Freunde, waren voll Schlafs. Da sie aber aufwachten, sahen sie, wie er verklärt war und die zwei Männer bei ihm standen. Und da war aber das Gespräch bereits mit Jesus schon vorüber. Also hier haben die Jünger echt etwas verschlafen. Jesus ging dort auf diesem Berg, hier im Lukas 9 habt ihr gelesen, im Vers 28, dass er zu sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg zu beten. Jesus ging dort hinauf auf einen Berg zu beten und Gott hat ihm in diesem Gebet, in dieser Gebetszeit Mose und Elia gesandt zur Orientierung, zum Trost.
Und während dieser Zeit, wo Jesus dort oben gebetet hat, wahrscheinlich war es vielleicht auch gegen Abend oder in der Nacht sogar, es wird uns nicht näher berichtet. Jedenfalls, die anderen Jünger sind so schläfrig gewesen, wahrscheinlich von diesem Aufstieg vom Berg allein schon und von der Strapaz des Tages, dass sie dann eingeschlafen sind und dann diesen hohen himmlischen Besuch verschlafen haben. Also, es ist eigentlich unglaublich, was hier geschehen ist. Man müsste sich fragen, hat denn Petrus und Jakobus und Johannes, als sie dann aufwachten auch, dem Mose und den Elia keine Fragen ge zu stellen gehabt? Es wird überhaupt nichts berichtet, dass sie von diesem Gespräch da irgendetwas mitbekommen haben. Das wäre doch für die Jünger eine große Sache gewesen, wenn dieser Prophet Elia jetzt da aufgestanden und ihr ausdrücklich vom Himmel gekommen ist und wenn die Jünger hier Fragen gehabt hätten. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie Mose und Elia nicht beantwortet hätten. Also wir werden auch einmal im Himmel erfahren, wenn uns der liebe Gott die Gnade schenkt, dass wir dort sind, dass wir fragen, was hätten die Jünger hier alles erfahren und wissen können, wenn sie hier gewacht hätten mit Jesus, wenn sie bereit gewesen wären, auch eine Gebetszeit sich zu reservieren mit Jesus und mit ihm zu wachen, wie er es ja immer eigentlich gewünscht hat. Kurze Zeit später hat sich ja die ähnliche Geschichte in Gethsemane wieder abgespielt, wo sie auch eingeschlafen sind und wo es um diese letzten Stunden gegangen ist, wo Jesus ihnen noch manches vermitteln hätte wollen, damit sie bereiter gewesen wären der ganzen Auseinandersetzung, die dann auf sie zugekommen ist, gewachsen zu sein. Ja. Jedenfalls, diese Geschichte zeigt uns, dass Elia tatsächlich schon buchstäblich damals vom Himmel gesandt wurde, am Verklärungsberg. Aber hier kam es zu einer keiner Bekehrung der Herzen der Väter zu den Söhnen und der Söhne zu den Vätern. Und offensichtlich war das auch noch nicht der große und schreckliche Tag des Herrn. Der hat jetzt 2000 Jahre auf sich warten lassen noch. Aber die Frage stellt sich doch, hätte eventuell die Zeit kürzer sein können? Hätte Jesus hätte das Reich Gottes damals schon gleich nach dem Tod und nach der Auferstehung Jesu doch irgendwie gleich aufgerichtet werden können, so dass Jünger, die damals gelebt haben, vielleicht noch am Leben gewesen wären? Hat Jesus hier vielleicht eine Aussage gemacht, die in dem Sinn zu verstehen sein könnte, was hätte sein können? Wir würden uns heute das wahrscheinlich nicht wagen zu fragen, nur daran zu denken, dass Jesus schon damals in der damaligen Generation der Jünger wiederkommen hätte können. Aber wenn wir das Neue Testament genau durchlesen, dann werden wir doch drauf kommen, dass die Jünger zum großen Teil in dieser Erwartung tatsächlich gelebt haben, dass Jesus in ihren Tagen noch kommen würde. Und möglicherweise haben sie sich sogar an dieses Wort Jesu erinnert, dass einige den Tod nicht schmecken werden, bis das Reich Gottes gekommen sein wird. Deshalb die Frage, ob da irgendwelche Umstände es ermöglichen hätten können, ob es Gottes Plan gewesen wäre, ob das irgendwo in dem Plan Gottes durchaus hätte Platz finden können. Das ist wahrscheinlich eine Frage, die man heute striktest ablehnen würde, sich das vorzustellen, auch in unseren eigenen Reihen. Aber es ist interessant, ich habe hier ein interessantes Zitat gefunden von James White, und zwar der Mann von Ellen White. Und der Mann von Ellen White hat ja hier damals auch sehr viel sich Gedanken darüber gemacht, über die Zeit des Kommen Jesu. Wie lange soll es noch dauern? Und die Pioniere, die damals nach der Enttäuschung von 1844 gelebt haben, die haben ja auch nicht damit gerechnet, dass sie die Wiederkunft Jesu nicht mehr leben würden. Die haben ja auch damit gerechnet, dass die Wiederkunft Jesu noch in ihren Tagen stattfinden wird. Und dass der Prophet Elia noch zu ihren Tagen kommen würde. Und wenn wir dann später weitergehen werden, werden wir drauf kommen, dass die Pioniere sogar der Überzeugung waren, dass der Prophet Elia in ihrem Werk bereits da ist.
dass das, was Sie getan haben, was in Ihrer Verkündigung, dass Sie Ihre Verkündigung als eine Erfüllung dieser Verheißung verstanden haben damals. Wo wir heute fragen, ja, warum ist es dann nicht dazu gekommen? Warum hat die Wiederkunft Jesu so weit auf sich warten lassen und bis heute noch nicht stattgefunden? Aber James White hat sich nicht nur darüber Gedanken gemacht, warum es zu seiner Zeit nicht schon möglich geworden ist. Und Ellen White hat ja einige Aussagen gemacht, die in diese Richtung gegangen sind, dass sie auch der Überzeugung war, ganz sicher, dass Jesus in ihren Tagen kommen würde. Wir werden das im Laufe unseres Studiums noch einmal uns da ansehen. Aber ich habe hier eine Aussage gefunden von James White, wo er sich Gedanken darüber gemacht hat, was hätte sein können, wenn damals nach der Auferstehung Jesu zu Pfingsten, als der Geist über die Gemeinde ausgegossen worden ist, und da waren 120 damals dort in diesem Saal versammelt, in dem sie auf diese Ausgießung des Heiligen Geistes gewartet haben. Und da heißt es hier in einem, ich habe das in einem, auf einer Diskette gefunden, das ist eine Predigt von James White über das Millennium. Und hier sagt er in diesem Text, hätten alle, die das Wort mit Freuden angenommen haben, damals zu Pfingsten also, ihr Zeugnis gegeben, hätte die Welt innerhalb der nächsten 20 Jahre nach Pfingsten bekehrt werden können. Davon war hier James White damals überzeugt. Innerhalb der 20 Jahre danach, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, hätte die Welt bekehrt werden können. Das würde sich heute kein Adventist mehr oder kein Christ mehr wagen, so zu denken. Er geht dann weiter in dem Text und sagt, wenn jeder Christ in jedem nachfolgenden Jahr seit der Auferstehung Jesu nur eine einzige Seele zu Gott gebracht hätte, dann hätte die Herrlichkeit des tausendjährigen Reiches schon über die dahingehenden Jahre der Apostel Jesu Christi scheinen können. Doch stattdessen kam ein Zeitalter der Finsternis daher. Die Welt hat sich nicht bekehrt, aber die Gemeinde fiel vom Glauben ab. Sehr bemerkenswert. Wahrscheinlich hat James White sich ein bisschen hingesetzt und hat eine Rechnung gemacht, was wäre wenn. Ja? Jeder damalige Christ von den 120 Gläubigen, die da versammelt waren, jedes Jahr nur einen Menschen zur Wahrheit gebracht hat und das in dieser Multiplikation. Hat er sich wahrscheinlich die Weltbevölkerung damals ausgerechnet, das waren damals etwa 150 bis 200 Millionen Menschen, das weiß man heute ungefähr. Und das ist eine Milchmann-Rechnung, wie lange es gebraucht hätte, bis man zu allen Menschen das Evangelium gebracht hätte. Aber ihr merkt, James White war nicht nur der Meinung, dass jeder Mensch auf dieser Erde damals das Evangelium hätte hören können, sondern wenn jeder einen Menschen bekehrt hätte, hätte die ganze Welt bekehrt können. Der hat rein theoretisch diesen Gedanken gehabt, dass eigentlich die ganze Welt bekehrt werden könnte. Das ist auch ein Gedanke, der uns heute völlig fremd ist. Heute würde man dem James White entgegnen und sagen, hast du die Bibel nicht studiert? Wo steht in der Bibel, dass die ganze Welt bekehrt werden sollte oder bekehrt werden könnte? Die Bibel sagt doch ganz deutlich, dass es nur wenige sein werden, dass es nur ein Übriger sein wird. Erinnert euch, ich habe das letzte Mal euch darauf aufmerksam gemacht, das war ja Teil unseres Themas, dass dort in dieser Elias-Botschaft bei Malachi der Gedanke eigentlich vorhanden ist, dass Gott nicht will, dass nur ein Mensch verloren wird und dass er den Propheten Elia senden wird, das heißt hier eine Vorbereitung treffen möchte, damit Gott das Erdreich nicht mit dem Bann schlagen müsste. Das ist ja genau der Gedanke, dass in dieser Prophezeiung sich das ja nur so erfüllen könnte, dass das Erdreich nicht mit dem Bann geschlagen wird, wenn die Welt sich bekehrt. Und ihr merkt, James White
Einer unserer Pioniere der Adventbewegung, der hat mit dieser Vorstellung gelebt, dass es rein theoretisch, aber auch praktisch möglich wäre und dass das durchaus die Absicht Gottes sein könnte. Und das kann man durchaus mit diesen biblischen Texten, die wir das letzte Mal uns angesehen haben, absolut mit begründen. Ja? Also nicht auswählen. Das bedeutet also, dass diese Aussage, die Jesus 6 Tage oder 8 Tage vor dem Verklärungsberg gemacht hat, dass einige noch leben, die jetzt da sind, die den Tod nicht schmecken werden, ehe das Reich Gottes kommen würde, dass das durchaus eine reale Möglichkeit gewesen war. Natürlich hat Jesus gleichzeitig wohl wahrscheinlich gewusst, dass es nicht so sein wird. Aber es hat ihn nicht daran gehindert, dass er so eine Aussage macht und wir heute darüber zu rätseln haben und die ganze Kirchengeschichte hindurch haben sich die Theologen immer wieder die Frage gestellt, wie ist diese Aussage wohl zu verstehen? Ich glaube, ich habe in einer der früheren Sendungen euch darauf hingewiesen, dass zum Beispiel Albert Schweitzer, der auch ein Theologe war und ein Buch geschrieben hat über Jesus, der hat gerade diese Aussage auch als Grund verwendet, um zu zeigen, dass Jesus sich damals also wirklich geirrt hat, dass er zwar gehofft hat, dass zu seiner Zeit das Reich Gottes aufgerichtet sein würde, aber er ist dann enttäuscht gewesen, als er gesehen hat, dass die Jünger eigentlich nicht so funktionieren, wie er es haben wollte. Und dass er dann, so sagt es Albert Schweitzer, dass Jesus dann ans Kreuz geflüchtet ist, um dieser Enttäuschung zu entgehen und um dieser ja, Erfahrung, dieser Enttäuschung, den Erfahrungen zu entgehen. Auch eine Möglichkeit, diesen Text zu deuten, aber das war sicher nicht. Aber Elia war vorher da. Nur, und man müsste sich ja fragen, wenn die Jünger nicht geschlafen hätten, was hätte Elia denn und Mose denn dort am Berg der Verklärung auch für sie machen können? Jedenfalls, es ist nicht so gekommen. Die Jünger sind dann wieder vom Berg heruntergegangen und Jesus hat ihnen am Runterweg noch den Auftrag gegeben, nichts darüber zu sagen, nicht über diese Erfahrung zu sprechen, bevor nicht der Jesus von den Toten auferstanden sein wird. Aber auf das kommen wir dann gleich noch zurück. Jetzt wollen wir uns zunächst die Frage stellen, wie denn die Juden zur Zeit Jesu über diese Prophetie des Malachi gedacht haben. Auch das ist eine wichtige Frage, mit der wir uns beschäftigen wollten. Die Frage nämlich, wussten die Juden zur Zeit Jesu, die Jesus zugehört haben und die ihm immer wieder predigen gehört haben, wussten die etwas über diese Prophetie im Alten Testament von Malachi? Und dass sie etwas wussten, das können wir genau aus dieser Geschichte von der Verklärung Jesu finden. Matthäus 17 lesen wir ab Vers 5 weiter dort. In Matthäus 17, ab Vers 5. Da steht, da er noch redete mit seinen Jüngern und Mose und Elia waren da noch dabei, ja, siehe da überschattete sie eine lichte Wolke, auch die Jünger wurden in diese lichte Wolke überschattet, und siehe eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an welchem mich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Also da haben die Jünger noch einmal eine Bestätigung bekommen, kurz vor seinem Tod, als Jesus ihnen bereits schon seine Leidensgeschichte angekündigt hat. Hat der Vater hier vom Himmel her noch einmal seinen Jüngern gegenüber, diesen drei wichtigen Jüngern, bestätigen wollen, das ist mein Sohn, habt keinen Zweifel daran, hört auf ihn, tut, was er euch sagt, glaubt seinen Reden, glaubt seinen Predigten, die ihr bisher gehört habt. Das sollte die Jünger auch für die zukünftige Zeit noch ermutigen und ihnen helfen, dass ihr Glaube nicht wankend wird, wenn sie in Trübsal kommen und vielleicht in Verfolgung und um Jesu Willen dann zu leiden haben würden. Dann sollten sie sich auch an diese Geschichte am Berg erinnern können. Und dann heißt es im Vers 6, da das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Da sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Das heißt,
die ganze Vision, die Erscheinung, diese buchstäbliche Erscheinung von Jesus, also von Mose und Elia, war dann vorüber und sie haben offensichtlich kein Wort mit diesen beiden irgendwie austauschen können. Eigentlich eine traurige Geschichte. Mich hätte das unglaublich interessiert, auch heute noch, was hätte Mose und Elia auch diesen Jüngern gesagt? Das hätte ein langes Gespräch werden können und es ist ganz kurz. Ja, und da bin ich sicher nicht der Einzige, der das gerne gehört hätte. Lesen wir weiter. Da heißt es im Vers 9, und da sie vom Berge herabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt dies Gesicht niemand sagen, bis des Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und das ist auch eine bemerkenswerte Aufforderung, wenn Jesus sagt, schweigt darüber. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die Jünger, wenn sie da jetzt vom Berg herunternehmen, das Herz musste voll gewesen sein, was sie da oben jetzt erlebt haben. Und jetzt hatten sie den Auftrag von Jesus, darüber zu schweigen. Und offensichtlich haben sie auch geschwiegen. Vielleicht auch deshalb, weil sie sich genieren mussten oder hätten müssen, wenn ihnen die Leute da unten dann gefragt hätten oder ihre Mitjünger, ja, und was haben die da oben getan? Was haben sie erlebt? Was, und ihr habt geschlafen? Ist das möglich? Ja, wahrscheinlich war ihnen das ja furchtbar peinlich. Und so war ihnen vielleicht das Schweigen gar nicht so schwer, dass sie da unten die Zeit geschwiegen haben. Wie lange sie das wirklich gemacht haben, steht ja nirgends in der Bibel. Wir lesen jedenfalls nirgends, dass die Jünger dann irgendwo angefangen haben, darüber zu reden. Aber nachher, sehr wohl, im ersten Petrusbrief und im ersten Johannesbrief haben wir einen Hinweis, dass sie dieser Geschichte sich sehr wohl erinnert haben. Es muss auch eine bittere Erfahrung gewesen sein gleichzeitig, ja. Jedenfalls, sie sollen jetzt schweigen, bis er von den Toten auferstanden sei. Und dann fällt den Jüngern etwas ein. Im Vers 10, und seine Jünger fragten ihn und sprachen, was sagen denn die Schriftgelehrten? Zuvor müsse der Elia kommen. Und jetzt, auf diese Frage haben wir jetzt hier eine Antwort, wie die Juden denn damals über diese Prophezeiung des Malachi dachten. Hatten sie eine Ahnung davon? Für die Jünger war das offensichtlich nicht so präsent, denn sie haben gesagt, was sagen denn die Schriftgelehrten? Zuvor müsse der Elia kommen. Sie wussten, die Schriftgelehrten reden davon, aber das war offensichtlich gar nicht so ihr persönliches Gedankengut. Sonst hätten sie ja selber mit Jesus darüber reden können und haben gesagt, ja, der Malachi hat ja prophezeit, dass der Elia kommen würde. War nichts. Sie haben sich jetzt erinnert, was die Schriftgelehrten lehrten. Das zeigt, dass also unter den Schriftgelehrten das Wissen um den Propheten Elia, um diese Sendung des Propheten Elia, dass der Prophet Elia kommen würde, absolut da war. Das lesen wir hier. Und zwar im Zusammenhang, diese Frage kam im Zusammenhang mit der Auferstehung der Toten. Gehen wir nochmal zu Lukas 9 zurück, wo diese Geschichte auch berichtet wird. Und da steht hier, ja, jetzt merke ich gerade, dass das nicht die Lukas-Geschichte, sondern jetzt ist es die Markus-Geschichte, wo ich euch aufmerksam machen möchte auf dieses Detail. In Markus Kapitel 9, da heißt es hier, in Markus Kapitel 9, als sie vom Berg heruntergingen, da steht hier im Vers 9, da sie aber vom Berg herabgingen, gebot ihnen Jesus, dass sie niemand sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis des Menschen schon auferstünde von den Toten. Dann geht das Gespräch etwas weiter dann heißt es hier im Vers 10, und sie behielten das Wort und befragten sich untereinander. Also da haben sie untereinander, was soll das? Wie ist das zu verstehen? Was mag das heißen, auferstehen von den Toten? Da haben sie jetzt nicht verstanden. Jesus sprach von seiner Auferstehung und jetzt haben sie natürlich geschlossen, ja, da geht es um die Auferstehung der Toten. Was soll denn das heißen? Und sie fragten ihn und sprachen, die Schriftgelehrten sagen doch, dass zuvor Elia kommen muss. Also wenn Jesus da jetzt von der Auferstehung der Toten spricht, dann wussten die Jünger hier, dass unter den Schriftgelehrten die Vorstellung existierte, dass bevor es offensichtlich zur Auferstehung der Toten kommt, das Kommen des Elia noch stattfinden müsste.
Und aus jüdischer Geschichte, aus der jüdischen Theologie wissen wir auch, dass für die Juden die Auferstehung der Toten immer parallel einhergeht mit der Erscheinung des Messias. Wenn der Messias kommt, dann werden die Toten auferstehen. Die Toten werden nicht vorher auferstehen, bevor nicht der Messias erscheint. Eines der ersten Zeichen und der deutlichsten Zeichen für die Juden, dass der Messias jetzt da ist, ist bis heute noch, dass die Toten auferstehen würden. Die Abraham, Isaak, Jakob, ne, das sind die ersten, die dann auferstehen würden. So ist es bis heute unter den Juden, wird es geglaubt. Und wenn das so ist, das war auch damals offensichtlich so, nicht? Wenn der Messias erscheint, dann stehen die Toten auf. Und jetzt ist aber interessant, als Jesus erschienen ist, sind ja tatsächlich Tote auferstanden. Nicht erst, als er aus dem Grabe herausgegangen ist, sondern schon, als er selbst Tote auferweckt hat. Damit hat er ja eigentlich ein Zeichen gemacht, an dem die Juden deutlich erkennen hätten können, dass er der Messias ist. Das war ein messianisches Zeichen, die Auferstehung von Toten. Er hat drei Leute auferweckt und eine der größten und der bedeutendsten und der aufsehenerregendsten Auferweckungen war ja die Auferweckung des Lazarus. Und gerade die hat dann dazu geführt, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer und die Priester sich zusammengetan haben, der Hohe Rat, und beschlossen haben, Jesus zu töten. Also unglaublich, nicht? Da hat Jesus das Zeichen der messianischen Herrschaft getan unter ihnen und sie beschließen gerade an diesem Tag, wo er dieses Zeichen tut, dass sie ihn töten und dann letztendlich auch den Lazarus töten wollten, weil er das Zeichen war und der Zeuge, dass Jesus Tote auferweckt hat. Also eine sehr bemerkenswerte Geschichte, die wir hier haben. Der Elia sollte zuvorkommen. Also das Wissen war hier offensichtlich eindeutig unter den Juden bekannt, dass mit der Erscheinung oder vor der Erscheinung des Messias der Elia kommt. Wir haben eine andere Stelle, wo das ebenfalls genau beschrieben ist, dass wir davon ausgehen können, dass unter den Juden diese Prophezeiung des Malachi bekannt war und dass sie darauf oft gewartet haben, auf die Erfüllung. Nur die Frage, auf welchen Elia haben sie gewartet? War das ein buchstäblicher Elia oder ein symbolischer Elia? Wenn wir hier in Matthäus 16 lesen, schlagt Matthäus 16 auf, da hat Jesus eines Tages, kurz vor dieser Leidensankündigung, kurz vor dieser Erfahrung und dieser Geschichte am Verklärungsberg, den Jüngern diese Frage gestellt, die wir hier im Vers 13 finden. Matthäus 16, Vers 13. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass des Menschen Sohn sei? Da wollte Jesus einfach wissen, was sagen die Leute so über mich? Ja? In seiner Gegenwart haben sie sich wahrscheinlich nicht getraut zu sagen. Jesus hat wahrscheinlich mit seinen Augen, mit seinen eigenen Ohren kaum einmal gehört, was die Leute so über ihn denken. Ja? Manchmal nur die negativen Dinge natürlich schon, aber das, was so im Volk drinnen war, das hat er selber erst sich erkundigt hier. Sie sprachen, etliche sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder der Propheten einer. Also, dass hier auch der Elia erwähnt wird, ist insofern interessant, dass das nur möglich war, dass jemand auf die Idee gekommen ist, dass da Jesus der Elia sein konnte, der 800 Jahre zuvor schon bereits existiert hat, aber von dem die Juden natürlich wussten, dass er in den Himmel aufgefahren ist. Und wenn da jetzt die Leute von Jesus geglaubt haben, wenn da Leute von Jesus geglaubt haben, dass er der Elia ist, dann ist ja das ein Hinweis, dass da Leute darunter waren, die zumindest von dieser Seite her geglaubt haben mussten, dass Jesus vom Himmel her gekommen ist. Dass er nicht ein ganz gewöhnlicher Mensch hier ist, der da auf Erden geboren wurde vielleicht sogar, sondern wenn er der Prophet Elia sein sollte, dann wussten ja die Juden, ja, der Prophet Elia ist im Himmel. Also musste Jesus, ist dieser Prophet in Jesus wiedergekommen.
Und wir wissen ja, es gibt ja heute esoterische Auslegungen auch der Bibel, und es gibt gerade diese Lia-Geschichte, wird ja von Esoterikern dahingehend ausgelegt, dass man sagt, das ist ein Beweis dafür, dass es Reinkarnation gibt. Ja? Aber diese Leute übersehen, dass der Lia leibhaftig in den Himmel gefahren ist und dass der nicht seine Seele da irgendwo in eine andere Person kommt, und dort auch am Verklärungswerk ist ja nicht die Seele des Lia in irgendeine andere Person da hineingekommen, sondern da kam der buchstäbliche Lia und der buchstäbliche Mose dort auf diesen Berg. Und unter den Juden hat man ja nicht unbedingt an eine Reinkarnation geglaubt. Also wenn die davon geredet haben, dass der Lia kommt, dann haben sie schon wahrscheinlich eher schon in dieser Richtung geglaubt, dass dieser buchstäbliche Elia, der damals in den Himmel aufgefahren ist, dass der vom Himmel kommen würde. Also auch diese Aussage zeigt, dass das ein Verständnis war, das unter den Juden da war. Wir haben ja auch eine andere Stelle in Markus Kapitel 6. Wenn wir Markus Kapitel 6 aufschlagen, da geht es um eine ähnliche Geschichte, wo auch jemand geglaubt hat, dass Jesus entweder der Elia sei oder der Johannes der Täufer. Nicht? Das ist ja auch interessant. Johannes der Täufer war kurz vorher von Herodes getötet worden, und jetzt erscheint Jesus, und jetzt glauben da Leute, dass der Johannes der Täufer in Jesus auferstanden sei. Und selbst Herodes selber, das lesen wir hier in Markus Kapitel 6, Vers 14, der Johannes den Täufer hingerichtet hat, er war sogar dieser Meinung. Im Vers 14 heißt es: Und es kam vor den König Herodes, denn der Name Jesu war nun bekannt. Und die Leute sprachen: Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, darum tut er solche Taten. Etliche aber sprachen: Er ist Elia, etliche aber: Er ist ein Prophet wie einer der Propheten. Da es aber Herodes hörte, sagte er: Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferstanden. Also wir merken, dass das Gerede um Jesus, diese Unsicherheit, wer ist er, was ist das für ein Mensch, woher kommt er, dass das einfach da war. Und der widerstandene Johannes der Täufer, und die anderen als den Elia, der da gekommen ist. Also so quasi einer vom Himmel gekommener, der Elia, der vom Himmel gekommen ist. Alles Texte, die zeigen, dass unter den Juden die Vorstellung, dass der Elia noch einmal kommen müsste, in zukünftigen Zeiten absolut da war. Allerdings, wenn man schon Prophezeiungen kennt im Alten Testament und weiß, dass da was angekündigt ist, wäre es natürlich auch gut, wenn man sie richtig versteht. Und das zeigt uns hier auch, dass die Juden offensichtlich diese Prophezeiung in einem ganz buchstäblichen Sinn verstanden haben, dass der buchstäbliche Elia wiederkommen wird. Ob das der wahre Sinn dieser Prophezeiung ist, das ist eine andere Frage. Wir haben ein weiteres Beispiel, das wir uns jetzt vielleicht noch anschauen wollen, abschließend. Wir werden das Thema nächsten Donnerstag dann fortsetzen. Aber schlagt mit mir noch Johannes Kapitel 1 auf. Ja? Da geht es ebenfalls um sein Raten. Wer ist dieser Johannes der Täufer jetzt, der da aufgetreten ist? Und da heißt es im Johannes Kapitel 1: Und dies ist das Zeugnis des Johannes, 1 Vers 19, ja? Da die Juden zu ihm sandten von Jerusalem, Priester und Leviten, dass sie ihn fragten: Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte: Ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elia? Da tritt jetzt nicht Jesus auf, sondern vor Jesus ist der Johannes aufgetreten als Prediger. Und bevor man Jesus die Frage gestellt hat oder über Jesus darüber gerätselt hat, ob er der Elia eventuell wäre, ging es um dieselbe Problematik, um dieselbe Frage bei Johannes dem Täufer. Jetzt haben einige vermutet, er könnte der Elia sein, ja, der da angekündigt war. Also auch wieder ein Hinweis, dass unter den Juden damals absolut diese Vorstellung da war. Denn da waren Priester und Leviten, die Leute hingesandt haben. Selber sind sie nicht gegangen zum Johannes, sondern haben Leute hingesandt, nicht? Und ihn fragen lassen: Bist du der Christus oder bist du Elia?
Und jetzt achtet, wie der Johannes auf diese Frage antwortet. Johannes antwortet, er sprach, ich bin's nicht, ich bin nicht der Elia. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Also, welcher Prophet, woher haben Sie diesen Gedanken? Bist du der Prophet? Was haben Sie damit sagen wollen? Das ist wahrscheinlich ein Hinweis auf eine Prophezeiung, die wir in 5. Mose 18 finden. In 5. Mose 18, wenn ihr diese Stelle dort aufschlagt, das ist eine sehr interessante Stelle, die schon im Alten Testament bei Mose während der Wüstenwanderung angekündigt worden ist. Da heißt es in 5. Mose 18, Vers 15, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Das heißt, seit Mose hat das Volk Israel auf einen Propheten wie Mose gewartet. Und man müsste sich natürlich hier die Frage stellen, wir werden dann in späteren Themen, werden wir auf diese Stelle irgendwo einmal zurückkommen, wer damit gemeint gewesen sein könnte, wenn Gott damals schon während der Wüstenwanderung den Israeliten die Verheißung gegeben hat, dass er einen Propheten wie Mose erwecken würde, auf den sie aus ihren eigenen Brüdern, auf den sie hören sollten. Ihr könnt aus dem Zusammenhang heraus, wenn ihr den Zusammenhang einmal lest, werdet ihr drauf kommen, das ist keine Prophezeiung, die sich erst in 1500 Jahren später irgendwann erfüllen sollte oder noch später, sondern es war eigentlich eine Prophezeiung, die sich unmittelbar, nachdem Mose nicht mehr als Prophet unter ihnen war, sich in Israel erfüllen sollte. Gott wollte das Volk Israel nie ohne Propheten lassen, aber wir wissen, was sie mit den Propheten gemacht haben. Niemals das, was hier durch Mose dem Volk gesagt worden ist, dass Gott ihnen einen Propheten erwecken wird, auf den sie hören sollten. Und jetzt sagt, kam Jesus als Prophet vom Himmel her, von dem sie meinten, er könnte der Elia sein, einige. Natürlich für die Schriftgelehrten und für die Pharisäer war Jesus weder ein Elia noch ein Prophet, noch irgendein auferstandener Johannes der Täufer, schon gar nicht natürlich, sondern er war ein Verführer und ein Volksverhetzer und ein Aufwiegler. Das, so haben ihn die geistlichen Führer eingeschätzt. Aber ihr merkt, unter den Pharisäern die Idee, dass da ein Prophet kommen würde, das lesen wir hier, diese Erwartung war immer noch da, und dass auch der Elia kommen würde, war auch noch immer da. Johannes allerdings sagt hier, als er gefragt wird, bist du der Elia, wenn wir zurückgehen zu Johannes 1, dann sagt er hier ein klares Nein. Und die Frage stellt sich, warum hat er hier mit einem klaren Nein geantwortet? Denn damit hat er eigentlich etwas anderes gesagt, als was Jesus dann über ihn, über Johannes dem Täufer gesagt hat. Und das ist eine sehr bemerkenswerte Aussage, die Jesus über Johannes dem Täufer gesagt hat, die wir auch dort in Matthäus 17 haben. Wenn wir Matthäus 17 nochmal aufschlagen, als Jesus da vom Berg herunterkam und er seinen Jüngern den Auftrag gegeben hat, nichts darüber zu sagen, und die Jünger dann fragten, ja, wie ist das, die Schriftgelehrten sagen ja, der Elia müsse zuvor kommen, bevor es zur Auferstehung der Toten kommt und zur Errichtung des Reiches Gottes. Da sagt dann Jesus im Vers 11, Matthäus 17, Vers 11, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Elia soll freilich kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern sie haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch des Menschensohn leiden müssen von ihnen. Wenn wir nur bis hierher lesen, müsste man fragen, ja, meint Jesus den Elia jetzt, der da am Berg der Verklärung erschienen ist? Mit dem haben die Juden nicht machen können, was sie wollten. Den haben sie nicht gesehen. Der ist ja wieder in den Himmel zurückgegangen. Also sprach Jesus nicht von diesem Elia, der schon gekommen ist, der ihm dort am Berg der Verklärung erschienen ist, sondern, da steht im Vers 13, da verstanden die Jünger, die also mit Jesus auf diesem Berg waren, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Sehr bemerkenswert. Das haben wir vorhin gerade gelesen, als die Leute, die da von den Schriftgelehrten zu Johannes gesandt wurden, ihn gefragt haben, bist du der Elia? Sagt der Johannes, nein. Und Jesus
sagt hier tatsächlich von diesem Elia, dass sie mit ihm getan haben, was sie wollten, und die Jünger haben verstanden, dass er von Johannes dem Täufer spricht. Also hat Jesus eigentlich den Johannes den Täufer als der verheißene Elia, mit dem verheißenen Elia identifiziert und war der Überzeugung und hat offensichtlich zum Ausdruck gebracht, dass dieser Elia, der angekündigt war, der freilich kommen sollte, schon gekommen ist und in der Person des Johannes des Täufers seine Erfüllung gefunden hat. Nun haben wir aber das nächste Problem, vor dem wir stehen, dass dort im Johannes, im Malachi ja nicht steht, der Prophet Elia wird kommen vor dem ersten Kommen Jesu, bevor er sterben würde, sondern der würde kommen, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Damit ist ja nicht das erste Kommen Jesu gemeint, sondern das zweite Kommen. Wie kann also Jesus jetzt hier in Johannes dem Täufer die Erfüllung von Malachi 3,23 sehen? Das ist eine Frage, der wir das nächste Mal nachgehen werden und werden versuchen, auch diese Fragen natürlich zu beantworten. Zunächst lasst uns diesen Gedanken festhalten, die Vorstellung, diese Prophezeiung aus dem Alten Testament vom Propheten Elia war im Judentum bekannt. Die Zuhörer des Malachi haben gewusst, dass da zukünftig der Prophet Elia kommen würde. Die haben vielleicht auch gedacht, dass der Elia vielleicht wieder vom Himmel kommen würde. Jedenfalls 400 Jahre später, zur Zeit Jesu, war diese Vorstellung immer noch da. Jesus sagt aber jetzt, nicht der buchstäbliche Elia ist gekommen, sondern Johannes der Täufer. In Johannes dem Täufer kam der Elia und hat sich diese Prophezeiung erfüllt. Ist das in reinkarnationistischer Idee zu verstehen? Oder gibt uns die Bibel darüber eine klare Antwort, wie wir Johannes den Täufer als eine Erfüllung dieser Verheißung zu verstehen haben, aber wie sich dann diese Prophezeiung dann am Ende der Zeit vielleicht noch einmal erfüllen müsste oder sollte? Diesen Fragen werden wir weiter nachgehen und ich hoffe, dass manche Gedanken auch heute wieder dabei waren, über die wir nachdenken können, wo wir vielleicht diese Hintergrundgeschichte im Zusammenhang mit diesem Elia, mit Johannes dem Täufer, mit Jesus, seiner Erfahrung, die er hier gemacht hat, mit dieser Verwirrung, die es damals gegeben hat, in Bezug auf das Kommen des Elia, dass wir da etwas verstehen lernen. Und es ist ja möglich, dass die Verwirrung über diese Prophezeiung, die es damals gegeben hat, sich heute wiederholt und sich in Zukunft vielleicht noch einmal wiederholen wird und vielleicht manche von diesem Propheten Elia enttäuscht sein werden und vielleicht auch, dass das Schicksal dieses Propheten Elia ein ähnliches sein könnte, wie es damals dem Johannes dem Täufer gegangen ist und dem Elia in alttestamentlicher Zeit. Jedenfalls wissen wir, dass die Erde letztendlich und diese Welt auf ein Ziel entgegengeht, auf eine Zeit entgegengeht, von der die Offenbarungen in der Bibel nichts Schönes voraussagen. Obwohl Gott möchte, dass Menschen gerettet werden und dass sie vorbereitet werden auf diesen Tag des Herrn, denn ich glaube, dass er näher ist, als wir es vielleicht wahrhaben wollen. Gott helfe uns, dass wir uns auch vorbereiten durch dieses rechte Verständnis vom Propheten Elia, dass wir ihn erkennen, wenn er kommt oder vielleicht er schon unter uns ist, ohne dass wir es merken, weil es vielleicht nicht unbedingt eine buchstäbliche Person sein muss, sondern vielleicht ein Sinnbild für etwas, was Gott in dieser Welt einfach tun möchte. Gott helfe uns, dass wir den Gedanken auch weiter recht folgen können. Amen. Lasst uns noch beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, wir sagen dir herzlich Dank für diese Zeit, die wir wieder verbringen konnten. Danke für die verschiedenen Gedanken, die du uns gegeben hast. Du hast uns auf Zusammenhänge aufmerksam gemacht, auf deine Absichten, die du immer wieder mit deinem Volk hattest, auch mit der Absicht, die du damals hattest, als du auf diese Erde gekommen bist. Es war nie dein Wille, dass die Weltgeschichte so lange dauert und dass wir so lange auf dein Kommen warten. Du hast uns Verheißungen gegeben, du hast deinen Jüngern
Verheißungen gegeben, die sich schon längst erfüllen hätten können. Und wir wollen lernen aus der Vergangenheit. Wir wollen erkennen, was verkehrt gelaufen ist, damals schon, und was auch in unserem eigenen Leben heute nicht so läuft, wie das du von deinen Kindern erwartest. Wir bitten dich um Vergebung unserer Schuld, unserer Sünden. Nimm alles weg von uns, was uns von dir trennt, und hilf uns, wenn wir auch dein Wort oft nicht recht verstanden und gedeutet haben, dass wir zur richtigen Erkenntnis kommen. Leite und führe uns und segne jeden, der auch heute Abend hier dabei war und der auch sich anfängt, mit diesem Thema vielleicht auch selbst persönlich noch näher zu beschäftigen. Lass es ein Segen sein für uns alle. Und wir preisen und loben dich dafür in Jesu Namen. Amen. Gut, damit sind wir wieder gut durch unser Programm gekommen, ohne Zwischenfälle. Und wir hoffen, dass wir uns das nächste Mal wieder sehen. Hoffe, dass das alles wieder funktioniert, dass uns der liebe Gott begleitet und uns auch Interesse für sein Wort schenkt. Gott segne euch alle, die ihr zugehört und zugesehen habt. Und ja, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, dann besteht die Möglichkeit, noch etwas in das Chat zu geben. Oder sonst lasst mich das auch über E-Mail wissen. Meine Adresse ist ja im Hope and More. Also diese Sendung wird gleich morgen schon in Hope and More wieder drinnen sein. Es wird also wieder möglich sein, dass wir einige Stunden über dieses Programm senden können, die dann in Hope and More nachzuhören sein werden. Sind dankbar für diese Möglichkeit, die wir wieder haben. Wie gesagt, das letzte Mal hat das leider nicht so funktioniert, aber wir sind froh, dass es wieder möglich ist. Gut, dann wünsche ich euch alles Gute weiterhin. Gott segne euch alle und bis bald, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.